Aber der, das heißt, das klassische Lügen ist die Situation der sozial benachteiligten, auch noch schwarzen Frau, die in so eine Struktur gerät. Und die linke da werde ich hellhörig. Entschuldigung, die linke, aufgeklärte, ja, oh, feministische die ist ja, Ehefrau. Die, ich finde die so übel. Bitte? Wie eine Feudalherrin, die ihrem Gatten erlaubt, sozusagen das Dienstpersonal zu vögeln. Wieso? Sie stellt sich als treusorgende Ehefrau vor Ihnen im Moment seiner größten Krise. Ich habe das Gefühl, sie steht da wie eine Frau. Also sie signalisiert mir, das ist natürlich jetzt Fantasie und Unterstellung, ja. Signalisiert mir, und da bin ich sehr empfindlich, dass sie sagt, sozusagen so niederes Personal ist dicht beim Tier, da gelten nicht die gleichen Spielregeln für unsere Feudalschicht. Hoppala. Das signalisiert sie mir und nicht, dass sie Sozialistin ist. So viel zum Thema 30, 40 Jahre nach der Frauenbewegung. Wo stehen eigentlich die Männer? Also da, jetzt mal auch ganz doof gefragt, welche war Männer? Denn das, naja gut, also die Strauss-Kahn, die Herren von der Versicherung. Also die Oberschichtenmänner, ah. Oder wie? Ja, ja, das ist eine Frage von Klasse und Milieus. Es hat eben und Einstellung mit Macht zu tun und ja. Mit dem Gedanken, der in vielen genau. Männlichen Köpfen sicherlich auch heute noch ist, dass eine Frau sexuell verfügbar zu sein hat. Ja, ich meine, die Frage ist natürlich auch, dann wird man moralisch, das möchte man eigentlich nicht heutzutage, aber trotzdem warum frage ich mich, jemand, der sich Hoffnung gemacht hat, französischer Präsident zu Macht werden, ist Gewalt. Der kultiviert ist, der reich ist, der mächtig ist, sehr kompetent in vielen Finanzdingen, da braucht nur ein Zimmermädchen zu kommen, dann ist es um alle Kultur geschehen. Meine, aber die Verfügbarkeit der Frau ging dem ja. Voraus. Und da, recht der ersten Nacht. Da möchte ich jetzt mal im Hotel. Den Kreis schließen. Wenn die Verfügbarkeit der Frau aus Sicht des Mannes ja immer noch da ist, dann spielen Sie dem in die Hände, indem Sie signalisieren, ja, die Frau soll bitte verfügbar sein, um auch eine Beziehung des Mannes zu retten, mit dem Mann zu retten. Also Leistung aus Leidenschaft in der Ehe signalisiert ja auch Verfügbarkeit. Ich schreibe in einem Roman über eine Frau, die genau. Das macht. Verstört aber ich finde das Frau überhaupt nicht richtig, dass die das macht. Sie finden es falsch. Absolut. Also ich würde doch hoffen, dass man sozusagen auch, man soll ja ein Ende von einem Buch nicht verraten, aber dass da sozusagen ein Ausweg stattfindet. Und ja. Im Prinzip ist Elisabeth Kiel in dem Buch auch teilweise eine richtig arme Wurst. Jetzt sind wir doch noch mal kurz bei dem Buch. Ich möchte das bezweifeln. Ich habe versucht, dieses Buch als Satire zu lesen. Mhm. Hätte es mir, glaube ich, sehr gut gefallen. Es ist mir aber nicht gelungen. Und deswegen, glaube ich, werden sich viele Frauen auch damit identifizieren. Weil sie sich genauso verunsichert nicht. Fühlen. Die ist doch so klar unglücklich, die ist doch keine Identifikationsfigur. Männer wie Dominik Strauss-Kahn oder eben auch diese 100 Mitglieder dieser Versicherungsgesellschaft, sind das die letzten ihrer Art oder ist es eben so, dass die biologisch zu einem gewissen Programm verdammt sind? Naja, ich würde mich jetzt nicht mit den Tieren vergleichen, die ihren Trieben einfach nachgehen. Also ich denke mal, wir können uns auch selbst beherrschen. Natürlich, ich würde schon sagen, Männer sind Schweine, auch ich habe bestimmt in der Vergangenheit meine das dunklen Flecken gehabt. aber ich denke, also ich würd mich jetzt auch nicht über andere stellen wollen. Ja? Ich meine, da muss jeder sich selbst fragen, was habe ich da für einen Mist gebaut. Ja? Mein Problem ist, wo finden junge Menschen Orientierung? Und die Shell-Studie hat gezeigt, junge Menschen sehen sich eine Orientierung. An solchen Beispielen finden sie sicherlich nicht. In dem Buch finden sie sicherlich auch nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir manchmal auch Paare vorstellen, die, was weiß ich, 50 Jahre zum Beispiel verheiratet sind. Ja. Ich komme zum Glück aus einer Familie, meine Eltern sind 35 Jahre verheiratet, da bin ich sehr glücklich drüber. Aber in meinem Umkreis, meinem Verwandtenkreis ist das auch nicht überall so. Und ist das dann ein Wert an sich, lange zusammenbleiben? Also bei mir ist das nur eine Altersleistung. Ich bin 34 Jahre verheiratet, aber nur weil ich so alt bin. Dafür kriege ich doch kein Verdienst. Ich hoffe, dass Ihre Frau Ihnen jetzt nicht zuhört. Das ist so eine Frage. Und schlechte Ehen, die sind doch besser schnell auseinander als 20 Jahre zusammen. Die Frage ist, ob das eine Leistung ist. Ja, ob so ein Paar, was so viele Jahre verheiratet ist, auch ehrlich sozusagen nebeneinander sitzen könnte und darüber sprechen, wie die das eigentlich ganz hingekriegt genau. Haben. Das tun die nicht. Weil das fragt. Haben Sie mal Leute gefragt? Für Leute, die 50 Jahre verheiratet sind? Also, ja, und die würden dann immer eher, meine Erfahrung ist so, dass der Mann sagt, ja klar geht man fremd, aber ich sag das doch nicht meiner Frau. Andere also man Männer, muss das heimlich machen. Andere Menschen, sonst ist man bescheuert. Ja, aber peinlich oder nicht, das macht es ja nicht besser. Ich kenne nicht so viele, die so lange verheiratet sind. Ja, ich habe den Eindruck, Sie haben nämlich nicht mit den Leuten. Vielleicht hätten Sie da Orientierung gefunden. Ich muss noch einen... Es geht um einen Roman und nicht um ein Sachbuch, also machen, das orientieren die guten soll. Beispiele kommen auch in anderen Sendungen, machen Sie, wir sie vielfach. In dieser Sendung geht es um Sexualmoral 2011. Und da muss man das letzte Beispiel einfach noch mit anfügen. Auch deshalb, weil es einen Mann betrifft, der aus einer Partei kommt, die das C mit im Namen hat. Und das ist die unglückliche Geschichte eines Mannes, der eine 16-Jährige liebte. Ja, es ist wahr.
Ich hatte mich im Frühjahr 2010 in eine junge Frau verliebt. Es war schlichtweg Liebe. Kiel vor zwei Wochen. Schluchzend gesteht der 40-jährige Christian von Bötticher seine Affäre mit einem gerade 16 Jahre alten Mädchen. Im Internet bei Facebook hatte der Politiker den Teenager kennengelernt. Der Mann, der CDU-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein werden wollte, nennt es Liebe, preist die geistige Reife des Mädchens. Dass das ungleiche Paar gleich beim ersten Treffen ein Wochenende im Hotel verbracht haben soll, dazu will von Bötticher nichts sagen. Als seine Partei ihn zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl ernennt, siegt doch der Karrieretrieb über die Liebe. Von Bötticher trennt sich von der 16-Jährigen. Am Ende kostet ihn die Lolita-Affäre die Karriere. Schön war ja die Begründung. Schön war ja die Begründung, dass er geschrieben hat, die wäre geistig ja so weit und so reif gewesen. Sie haben auf Augenhöhe gesprochen. Ja, auf Augenhöhe. Ja, genau. Ich habe mal demnächst mal eine Beziehung mit einem 16-Jährigen und Sie fragen mich, Sandra, was ist denn daran so doll? Da sage ich, das geht nicht um Sex oder irgendwas, ja, der ist geistig so weit. Aber jetzt mal unter uns, ich meine, legal ist, es ist einfach rechtlich nicht verboten. Ein 40-Jähriger kann dem Gesetze nach eine Beziehung mit einer 16-Jährigen unterhalten. Worüber regt man sich eigentlich auf? Über die politische. Ich habe mich am meisten darüber aufgeregt, wenn der dieses Mädchen geheiratet hätte, hätte man gesagt, na ja, es ist zwar ein bisschen großer Altersunterschied, aber die lieben sich wirklich, die werden noch aufwachen, weil eine solche Beziehung kann nicht lange funktionieren nach Erfahrung. Das Zweite, was ich sagen würde, mich hat am meisten an ihm geärgert, dass er der Partei vorgeworfen hat, sie sei so heimtückisch, vorgezogene Wahlen, von der er damals nicht wusste, zu machen. Die sind zwar der Partei vom Gericht verordnet worden. Jetzt hat er gesagt, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Die große Liebe hat er sofort fallen lassen, also für ein Amt. Also es ist alles wieder eine menschliche Komödie, aber die passiert bei Menschen dauernd, weil wir halbe Tiere sind. Das ist nun mal so. Und die immerhin nur drei Viertel vielleicht. Und wenn er bei der SPD gewesen wäre oder bei den Grünen, Frau Dittfurth, dann wäre er heute noch im Amt, weil die bei den Grünen ein anderes Fischer Verständnis und Frau haben. Und Müntefering und Frau, da sind die Altersunterschiede, glaube ich, noch größer. Aber ich muss sagen, bei dem Fall Bötticher hätte ich einfach diese junge 16-Jährige gefragt, was sie mit so einem furchtbaren Spießer will. Also mich interessiert das ehrlich gesagt gar nicht weiter. Ja, was muss die für einen schlechten Geschmack gehabt haben? Aber kann man nicht auch sagen, also jetzt auch Herr Ottmar, ich meine, das ist ein Mann eben tatsächlich mit dem Zeh in der Partei, also wenn nicht tatsächlich auch das Bild, nach dem Sie sich orientieren, nämlich das Christliche, auch das gottgegebene Bild von Ehe, Sexualität, Halt gibt, was denn dann? Was gibt denn dann Orientierung in diesen Fragen? Ich denke mal, also bei mir ist es ja das christliche Bild in Kombination mit einem aufgeklärten Denken, mit einem selbstbestimmten Denken. Natürlich, ich richte mich ja nicht nach einem Gesetzeskatalog, sondern ich hinterfrage ja auch alles. Wäre ihm denn das passiert, wenn er das hier ernst genommen hätte in seinem Parteinamen? Also in christlichen Ehen gibt es auch viel Untreue. Also von daher. Er war noch nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt, aber er war noch nicht verheiratet. Es geht nur um den Altersunterschied. Also das als Orientierung alleine ist auch nicht die Rettung, sozusagen. Weil es einfach nicht auf jeden, man weiß es nicht, auf fruchtbarem Boden fällt. Ja, die Jugendlichkeit, ich meine 16 Jahre, Entschuldigung, da ist ein Mensch ja nun wirklich noch nicht fertig. Und ich finde auch, mit einem Mann, der natürlich auch Macht demonstriert und verkörpert, mit einem Spitzenpolitiker, da hat man ein solches Machtgefälle mit einer sehr jungen Person. Das ist ja das, wo man auch zweifelt, was macht dieses Mädchen später damit, mit dieser Erfahrung? Ja. Und warum sucht dieses Mädchen diesen älteren Herrn aus? Gibt es da irgendwie in der Biografie? Die Parteifreundin. Aber irgendwie geht es uns auch nichts an. Wenn man jetzt die Summe zieht, dann könnte man doch sagen, Frau Roche, der Anstandsbegriff in dieser Gesellschaft funktioniert noch einwandfrei. Weil kaum ist die Sache publik, schon muss er zurücktreten. Also wir haben noch eine Vorstellung von Moral und Anstand. Ach, so schlecht ist es nicht und bestimmt. Ich finde es auch interessant, wie das funktioniert, obwohl das ja gar nicht gegen ein Gesetz verstößt. Also als ich das gehört habe, habe ich ganz klar gedacht, das ist mit Sicherheit verboten. Also so? Ich kenne mich jetzt mit den Gesetzen nicht ist so gut nicht, aus, aber die Empörung war so groß, dass man dann auch dachte, oh ja, dann muss das ja wohl verboten sein. Ist es aber nicht. Also so schlecht ist es um die Gesellschaft, wir sind nicht so verkommen, wie es den Anschein hat, wenn wir dieses so schnell ahnten, wie es hier passiert? Ich würde Herr Karasek recht geben, dass wir gar nicht sehr viel anders sind als vor 100 Jahren. Leider. Das ist Entschuldigung, so, darf das ich eine Zahl aus der guten alten Zeit nennen? Eine Zahl aus der Wiener Hochkultur. Als alle da waren, Klimt, Gustav Mahler, Freud, da waren
70% der Prostituierten in Wien unter 13 Jahren. Das muss man mal auf den Tisch legen. Und arm und kam nicht aus der Oberschicht. Kam aus dem proletarischen Milieu als Futter für das Bürgertum. Dass du das jetzt das will ich nur mal, ich sag, die Zeiten... Spricht das jetzt für oder gegen Bötticher? Es spricht nur dafür, dass Menschen sich nicht sehr verändern, dass man sie durch Gesetze und Aufklärung zähmen muss. Und ich, obwohl sie in ihrem Buch so, ihre Heldin so gegen Christen ist, es gibt einen guten Satz im Vaterunser und führe uns nicht in Versuchung. Und diese Gesellschaft führt mit der Werbung immerfort falsche Versprechen ein, dass alles erlaubt ist und dass Sexualität der Preis für die ist, die gut verdienen, viele haben und Macht haben. Das wäre fast ein Schlusswort, aber ich möchte gerne noch einen draufsetzen, damit unsere Zuschauer nicht ganz verwirrt ins Bett gehen, haben wir noch mal die ultimative Frage gestellt, nämlich wie viel Sex muss eine Ehe eigentlich haben, auch dieses auf der Straße? Muss. Zu manchen Zeiten mehr und zu manchen Zeiten weniger. Also, aber ohne Sex, glaube ich, geht es nicht. Also ich würde mich dagegen verwehren zu sagen, viel Sex, viel Liebe. Ja, schon ganz schön viel. Fünfmal die Woche? Ich denke, das kann man nicht pauschalieren. Das sollte man jeder für sich selber entscheiden. Es ist wichtig, steht aber nicht an erster Stelle. Sex dreimal am Tag. Außer Feiertags, da können Sie auch viermal sein. Was sagt uns das? Alles gut in deutschen Betten oder in kaum einem Bereich wird so viel gelogen wie in diesem? Na klar. Ja, weil der Druck so groß ist. Wer hatte das jetzt gerade von Ihnen beiden gesagt? Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass Sex Spaß machen kann. Also nur über Zwänge und Grenzen und Übergriffe und Gewaltverhältnis. Sehr schade. So. Ja, also okay, ich nehme es mit. Vielleicht geht das ein bisschen verloren und das ist ein wirklich gutes Schlusswort zum Thema Sexualmoral 2011. Es kann auch Spaß machen. Auch, auch der Frau. Und man muss nicht verheiratet sein. Vielen herzlichen Dank für sehr viele unterschiedliche Ansichten, kontroverse Debatte. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Die Kollegen des Nachtmagazins warten schon auf Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Das kann auch Spaß machen.